Hallo, schön dich wiederzusehen. In diesem letzten Basic-Video behandeln wir die Konstruktion eines Trapez und eines Deltoids. Lass uns mit dem Trapez und den Eigenschaften beginnen. Was kennen wir bereits? Das Trapez besitzt nur ein paar parallele Seiten, das heißt insgesamt nur zwei Seiten, die parallel zueinander sind. Außerdem sind alle Winkel unterschiedlich groß. Mit diesem Wissen werden wir jetzt ein Trapez konstruieren. Du benötigst jetzt ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck oder ein Lineal, ein weiteres Geodreieck und einen Zirkel. Stoppe dafür das Video, bis du alles bei dir hast. Für die Konstruktion sind die Seitenlängen A mit 10 cm und D mit 5 cm gegeben. Auch die Winkel Alpha mit 70 Grad und Beta mit 50 Grad. Zeichne als erstes die Seite A. Sie soll 10 cm lang sein. Beschrifte gleich die Scheitelpunkte mit A und B. Nun soll der Winkel im Punkt A 70 Grad betragen. Jetzt verbindest du den Punkt A mit deiner Markierung. Für die Seite D stelle nun die Länge von 5 cm in deinen Zirkel ein und schlage die Länge ausgehend vom Punkt A ab. Beschrifte nun den neuen Punkt mit D. Nun können wir den zweiten gegebenen Winkel Beta von 50 Grad im Punkt B einzeichnen. Achte hierbei auf die richtige Winkelmessung. Denn der Schenkel liegt in diesem Fall auf der linken Hälfte des Geodreiecks. Verbinde jetzt wieder den Punkt B mit deiner Markierung. Leider wissen wir die Länge dieser Seite des Trapezes nicht, daher müssen wir den Punkt C auf einen anderen Weg finden. Die Eigenschaft, dass genau zwei Seiten parallel zueinander sind, hilft uns hier jetzt weiter. Wir verschieben die Seite A parallel zum Punkt D. Die parallel verschobene Seite schneidet sich nun mit der rechten Seite des Trapezes und wir erhalten auch den letzten Punkt. Vergiss nicht, den Punkt C zu beschriften. Nachdem alle Seiten konstruiert wurden, kannst du überstehende Seiten wegradieren. Zum Schluss beschriftest du noch die vier Winkel. Toll gemacht! Das Trapez ist jetzt fertig. Lass uns jetzt ein Deltoid konstruieren. Bei einem Deltoid sind je zwei benachbarte Seiten gleich lang. Die Diagonalen eines Deltoids stehen zueinander im rechten Winkel, wobei die Diagonale E, also die längere Diagonale, eine Symmetrieachse ist. Das bedeutet, dass entlang dieser Diagonalen das Deltoid gespiegelt wird. Außerdem sind die Winkel Beta und Delta gleich groß. Gegeben sind nun die Seitenlängen A mit 4 cm und B mit 6 cm. Die Diagonale E ist mit 8 cm gegeben. Beginne mit der Diagonalen E. Diese soll 8 cm lang sein. Achte darauf, dass du die Diagonale senkrecht einzeichnest. Beschrifte die Eckpunkte mit A und C. Für die Seiten A haben wir nur die Länge gegeben, also verwenden wir jetzt den Zirkel. Stelle die Länge 4 cm ein und stich im Punkt A ein. Konstruiere mit dem Zirkel einen Kreisbogen links von der Diagonale und einen rechts. Die Kreisbögen sollten ausreichend lang sein. Dasselbe machen wir für die Seiten B. Stelle jetzt die 6 cm in deinen Zirkel ein und konstruiere ausgehend vom Punkt C ebenfalls zwei Kreisbögen. Die Kreisbögen sollten sich dann noch schneiden. Nun verbindest du den Punkt A mit den beiden Schnittpunkten und erhältst dadurch die Seiten A. Dann verbindest du den Punkt C mit den beiden Schnittpunkten und du bekommst die Seiten B. Beschrifte die neuen Eckpunkte des Deltoids mit B und D.
Zum Schluss zeichnest du noch die zweite Diagonale, welche B und D verbindet, ein. Vergiss nicht, auch die Winkel des Deltoids zu beschriften. Die Diagonalen sollten dann normal zueinander stehen, was du ganz leicht mit deinem Geodreieck überprüfen kannst. Das Deltoid ist jetzt fertig. Super! Du kannst neben den anderen vier Ecken jetzt auch ein Trapez und ein Deltoid selbstständig konstruieren. Bis zum nächsten Mal!